So Leute, willkommen zurück bei Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir hacken uns erstmal diese Tür hier auf. Ah, Sicherheitsstufe 1 ist ja ein Klacks, ist das. Okay, wie viel Wahrscheinlichkeit hat das? 40%? Das hier 60%? Dann machen wir jetzt erstmal hier den guten alten Spam-Ordner, bevor wir irgendwas anderes machen. Dann nehmen wir das. Ja, machen wir auf Nummer sicher, würde ich sagen. Zugriff gewährt. Okay. Update Script Kitty. Okay. Uiuiui, was ist da los mit dem guten Herrn? Dina! Hilfe! Bitte, ich brauche Hilfe! Der Regulator. Er hat einen Kurzschluss. Giftiges Gas tritt aus. Wollte zum. Aber ich stecke hier fest. Ich kann nicht. Lass das Gestammel. Was soll ich tun? Da ist ein Ventil. Im Raum nebenan. Sie müssen jetzt schließen. Okay, mach mal. Ich sehe mal, was ich tun kann. Oh, Gott sei Dank. Da setzt sich mal wieder der gute alte Philanthrop in mir durch. Jetzt hoffen wir nur, dass wir das jetzt einfach hinbekommen. Hacken wir uns rein. Ui, das kann ein bisschen dauern. Wo müssen wir denn hin da hoch? Ich mach dir nichts vor, das kann alles einigermaßen schwierig werden. Ich würde nicht ausschließen, dass ich es nicht schaffe. Zugriff gewählt. Oh, knapp war's. So, wo ist dieses Ventil? Hier. So. Kann man jetzt hier rein oder stirbt man dann? Ja, ich glaube, man überlebt es. Okay. Moment. Wahrscheinlich kann ich hier gar nicht mit ihm reden, sondern muss darüber. Oder habe ich die Aufgabe schon erfüllt? Muss ich mit dem noch reden? Nee. Aber auch schon knallhart. Der Kerl ist da am Sterben und das erste, was ihm einfällt, ja, jetzt plapper hier nicht so Mist rum, sondern sag mir klar, was ich machen soll. Hat immer einen coolen Spruch auf den Lippen, der Adam Jensen. Interessant, wir haben hier gerade Zugangscodes gefunden. Okay, das ist ein ganzer Batzen an Zugangscodes. Damit werden wir sicher einiges anfangen können. Genauso wie mit der Gasgranate, die ich nicht aufnehmen kann, weil das Inventory so kacke ist. Seriously, warum ist mein Inventory schon wieder voll? Ich hab doch Zeug weggeschmissen. Tauungsfeile, Energie. Okay, das sind neue Batterien. Ey, die fucking Minenmatrix, lass ich fallen. Benutze ich doch eh nicht. Dann, so viele Riegel brauche ich auch nicht. Obwohl, wenn ich gerade drüber nachdenke. Naja, zumindest die Minenmatrix haben wir dann noch mitgenommen. Aber das ist echt. Es ist halt wirklich nervig, dass man das Inventory. Also, ich kann es nochmal zeigen, weil mir das echt auf den Sack geht. Dass man die Sachen nicht. Also, die. Von mir aus die Waffen von vertikal auf horizontal wechseln kann und solche Sachen, sondern dass die immer so drin liegen. Also, beziehungsweise, vielleicht sehe ich es auch nicht. Wegen. Rechte Maus. Ich bin ein Idiot, rechte Maustaste drehen, okay. Ja, gut. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Bewegen, rechte Maustaste drehen. Ja, irgendwie funktioniert es aber nicht. Kann ich vielleicht. Meint er die mittlere Maustaste vielleicht? Nee. Oder mit den Falltasten irgendwie? Nee. Ja. Da verarscht mich das Ding hier wohl scheinbar. Egal. Ich reg mich nicht drüber auf. Sondern mach jetzt einfach mal weiter. Ach, hier wären wir auch reingekommen. Okay. Das ist scheint ein Freund zu sein. Wo zum Teufel wollen Sie hin, Mann? Der Bereich ist abgesperrt.
Nein. Oh Gott. Leute, besteche ich den? Oder bluff ich? Ich versuch's mit dem Bluffen. Ich bin von der Wartung. Ich soll ein undichtes Rohr flicken, aus dem Giftgas austritt. Aber wenn Sie die Dämpfe einatmen wollen, gehe ich wieder. Giftgas? Mir hat niemand was gesagt. Ich schätze, es kann nicht schaden, wenn Sie sich die Sache ansehen. Aber nur hier oben. Verstanden? Wenn ich Sie da unten erwische, sind Sie dran. Wie Sie meinen, Mann. Der glaubt auch jeden Scheiß. Ich muss an so eine Simpsons-Folge denken, wo Homer sich auf ein U2-Konzert schleicht, indem er behauptet, er sei der Typ, der die Kartoffeln bringt. So ungefähr war das jetzt gerade. Okay. Ach, warum will ich auch MP-Munition aufnehmen? Was ist los mit mir? Braucht ja kein Mensch. Ja gut, wenn ich mich hier einhacke, dann war's das, glaube ich. Betäubungsfalle, yeah. Ah, nur einer, okay. Toll. Und noch eine Zeitung. Ja, das ist die wir schon gelesen haben. Schießen. Ach, da ist eine Leiter, okay. Er hat gesagt, ich darf nicht nach unten, aber nach oben darf ich dann doch, oder? Oder werde ich auch erschossen, wenn ich einen Mann im Stockwerk auftauche? Ich versuche es einfach mal. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich lieber mal so hier ein bisschen schauen, okay. Zeigt mir noch nichts an. Okay, da kommen wir nicht durch. Also da unten dürfen wir nicht hin, hat er gemeint. Oh, schallgedämpftes Präzisionsgewehr. Was habe ich denn hier für eins? Ein schallgedämpftes Präzisionsgewehr. Ich glaube, dass das nicht besser ist als meins, oder? Ich habe es sogar geupdatet. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser ist als meins. Soll das bedeuten, dass man hier eigentlich sich durchballern sollte, beziehungsweise könnte? Ich vermute mal, dass ich die Tür nur über das Tastenfeld unten aufmachen kann. Aber ich bin mir fast sicher, wenn ich mich da einhacke, dass ich dann es so ziemlich mit jedem Typen hier im Laden verscherzt habe. Also beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders läuft. Vielleicht jetzt. Ich leg's drauf an, ich speichere schnell. Oh, ich hab den Code sogar. Maintenance Catwalk Unlock. Okay. Nochmal zwischengespeichert und versuchen es. Ah, okay. So funktioniert das Ganze hier. Puh, zum Glück haben wir die ganzen Codes, weil, wie gesagt, mit Hacken hätte das durchaus in die Hose gehen können. Aha, und da vorne kommen wir jetzt lang. Das scheint ja nicht so schwer zu sein. Zumindest jetzt noch. Ah, und da ist ein guter alter Lüftungsschacht. Munitionskapazitätsupgrade. Oho. Jungs, dafür lasse ich ganz kurz, aber auch nur sehr kurz, die Waffe fallen. Nehme das. Schau mit, was ich es kombinieren kann. Ach, das landet alles bei mir im Standardgewehr. Bin immer froh, wenn ich die Waffe upgraden kann. Sturmgewehr nehmen wir wieder auf. Okay. Ich hätte ehrlich gesagt gerne das Betäubungsgewehr geupgradet, aber die Option gab es ja dann leider nicht. Ah, das ist schon geil, wenn man solche Wege findet. Uff. Und dann noch vielleicht noch einen Weg findet, wie man da überhaupt hinkommt. Jo. Wahrscheinlich, um das zu schaffen, habe ich denn gerade Praxispunkte? Wahrscheinlich nicht, gell? Würde mich jetzt wundern. Verfügbare Praxis 1. Ich habe gerade zwischengespeichert, deswegen kann man es versuchen. Sprung optimieren. Nee. Ah,
kostet 2, verdammt. Verletzungsfreie Stürze aus großen Höhen. Das wäre es nämlich gewesen. Dann hätte man nämlich hier runterspringen können. Vermute ich jetzt einfach mal. Verdammt, das wäre ja ultra geil. Ey, das ist ja richtig gut eigentlich. Wenn man tatsächlich solche Distanzen runterspringen kann. Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Ey, das wäre ja mega geil. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht... Wo war jetzt dieser Greifarm gerade? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht auf diese Plattform springen kann. Also diese... Da ist ja gerade so ein Greifarm rum. Da, genau. Den habe ich gemeint. Komm ich da irgendwie rauf? Nee. Ich sehe jetzt nicht, wie... Käme ich hier nur mal so testweise? Nee. So, Strafe Jump? Doch, das könnte... Nee, geht nicht, man kommt man gar nicht mehr weiter. Schade. Oh je, das heißt wohl, dass ich mir einen anderen Weg suchen darf. Hab ich gehört. Kommen Sie raus. Alter, ich war doch nur oben. Oh, jetzt bin ich schon wieder oben. Ich gehe trotzdem mal runter. Wenn ich entdeckt werde, werde ich entdeckt und dann ist es halt so. Alles gut, Sir? Da ist nichts. Okay. Also der darf nicht sehen, dass ich nach unten gehe. Beziehungsweise, also ich frage mich, ob den anderen das egal ist. Wenn es den Wissenschaftlern egal ist, schleiche ich mich hinterher und schalte ihn auf dem Weg nach unten aus. Kamera ist nicht gut. Kamera ist gar nicht gut. Oh, MP-Munition. Die brauche ich natürlich nicht. Das wird aufregend hier. So. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt ist die Frage, ob ich an der anderen Kamera vorbeikomme. Beziehungsweise ob ich dann von irgendjemandem gesehen werden kann. Das schaut jetzt nicht so aus, als wäre da noch jemand. Der Kerl. Der sollte mich tunlichst mal nicht sehen. Ahaha, so funktioniert der Hasi also. Würde mich nicht wundern, wenn wir das nicht zu unserem Vorteil nutzen könnten. Ich glaube, das ist nämlich so ein Ding, das haben die bei Splinter Cell auch mal ganz, oder an manchen Stellen so gehabt, dass der praktisch so einen Sensor bei sich trägt, mit dem man durch diese, ihr seht es ja, durch diese Lichtschranken kommt. Also wird mich jetzt nicht wundern. Seht ihr, oder? Funktioniert's? Ja, funktioniert. Ich hab mir doch gedacht. Genau, das war so eine lustige Geschichte, die sie bei Splinter Cell auch ein paar Mal hatten. Ups. Der sieht mich. Das ist natürlich schwierig, so.
Okay, das ist jetzt nicht so einfach. Wenn ich das Ding ausschalte, werde ich entdeckt, oder? Weil das sind Wachen da vorne. Der untere geht regelmäßig kaputt, okay. Das ist eine Schwäche, die man nutzen kann, die ich wahrscheinlich auch nutzen muss. Weil eine andere Option sehe ich gerade nicht. Okay. War das knapp. Oh boy. Ey, ernsthaft, Stealth Master 3000 war das hier. Wie geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es dann doch so smooth funktioniert. Aber das ist wieder so Stealth, so Stealth Gameplay, was ich einigermaßen kenne. Beziehungsweise Splinter Cell hat wirklich fast exakt die gleichen Szenen mal gehabt. Ups. Ich mach's mit Betäubungsgewehr, oder? Okay, jetzt hat er eh zwischengespeichert. Da muss ich eh hin, okay. Jetzt warten wir mal, bis der Kerl zurückkommt. Das sollte jetzt gleich sein. Aber scheinbar laden sich die Batterien doch nicht so auf, wie ich es gedacht habe. Oder die Zusatzbatterien laden sich nicht auf. So. Ich finde es auch immer wieder geil, wie er diesen Billo-Trick auspackt. Sprich, ihm an der einen Schulter zu klopfen und der Kerl schaut halt genau auf die andere Seite. Das ist ja nicht echt so ein Billo-Trick. Was ist denn hier im Pumpenraum? Wenn ich da eh schon mich einhacken darf. Wenn ich entdeckt werde, gebe ich es auf. Weil das ist mir dann zu großes Risiko. Also bevor ich entdecke. Oh Gott, 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 funktioniert. Zugriff gewählt. So. Hier muss doch irgendwas sein, wenn es hier extra abgeschlossen ist. In diesem Schrank zum Beispiel. Betäubungspfeile, 3 Stück gleich. Nice. Hey, das hat sich mal voll gelohnt. Und Putzmittel liegt da auch noch hier. Ja, super. Jetzt sind wir fast durch, oder? Ja. Das ist der Fahrstuhl. Ey, das läuft doch gerade wie geschnitten Brot. Ich bin in einem Aufzug, der mich zum Pengo bringt. Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, von denen ich wissen sollte. Es dürfte keine größeren Probleme geben. Das Pengo dient hauptsächlich zur Wartung und als Lager. Suchen Sie nach einem zweiten Aufzug, wenn Sie dort sind. Er bringt Sie direkt in den Turm. So, das ist auch, glaube ich, mal ein ganz guter Punkt, um wieder eine Pause zu machen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Deus Ex Human Revolution. Bis dann!